aus Köln. Der Presseclub mit Volker Herres. Herzlich willkommen. Schönen Sonntag aus Köln. Schön, dass Sie dabei sind. Am Ende soll sogar das Altern gestoppt werden oder wenigstens verlangsamt. Denn es gibt kein Problem, das Big Data nicht lösen könnte. So lautet zumindest der typisch amerikanische Glauben im Silicon Valley. Und es gibt ein Unternehmen, das diesen Glauben verkörpert, mehr als jedes andere, das ist Google. Und das legt gerade eine, ja, beeindruckende Selbstzerlegung hin, um sich unter dem Namen Alphabet neu zu erfinden und den digitalen Kapitalismus neu zu buchstabieren. Und darum geht es. Google greift an, der Herrscher über Internetsuche, Videos und Handysoftware. Er will unser Leben verändern mit selbstfahrenden Autos, Internet für die ganze Welt aus schwebenden Ballons, dem automatischen Haus und der vernetzten Industrie 4.0. Der gigantische Umbau von Google soll noch mehr Milliarden freimachen, um alle Zukunftsbereiche zu beherrschen. Ein Segen oder eine Gefahr? Vieles, was Sie bei Google entwickeln, wie Roboter, Autos oder Drohnen, gibt Ihnen noch mehr Daten über uns. Das ändert auch ein neuer Name nicht. Google bleibt auch als Alphabet ein Internet-Gigant, der unsere Daten braucht. Stück für Stück dringe die Firma in alle Bereiche des Lebens vor, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Google buchstabiere Wirtschaft neu, zementiere seine Macht und attackiere die Rivalen, so die Wirtschaftswoche. Google auf dem Weg zur Weltmacht. Unser Leben und unsere Wirtschaft stehen vor einem radikalen Wandel. Innovationsfabrik und Datenkrake. Wie gefährlich ist Googles Weg zur Weltmacht? Und was bedeutet er für uns alle hier in Deutschland, in Europa? Darüber wollen wir heute diskutieren hier im Presseclub. Und ich freue mich auf meine Gäste und darf Ihnen meine Gesprächspartner vorstellen. Miriam Meckel ist Chefredakteurin der Wirtschaftswoche. Marina Weißband ist Publizistin. Sie war 2011 und 2012 im Bundesvorstand der Piratenpartei Deutschland. Mario Sixtus ist Blogger, Journalist und Autor. Und Philipp Banse arbeitet als Podcaster und freier Journalist in Berlin, unter anderem auch für den Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur. Seien Sie alle herzlich willkommen. Frau Meckel, da ist ein Unternehmen so erfolgreich wie kaum ein anderes. Und dann dieser radikale und für viele ja auch überraschende Umbau des gesamten Konzerns von Google hin zu Alphabet. Was soll das? Ich glaube, ganz so überraschend ist es nicht, wie wir es jetzt zum Teil in den Medien auch diskutiert bekommen. Es gab einige Hinweise darauf, dass Larry Page seit einiger Zeit nicht mehr so richtig Lust hatte, sich im operativen Geschäft sozusagen mit den Dingen rumzuschlagen, die halt dazugehören bei so einem Riesenkonzern. Und das, was jetzt passiert ist, ist eigentlich die konsequente Umsetzung. Ich glaube, man darf auch bei aller Diskussion über die machtvolle Position, die Google damit bekommt, sagen, was die da unternehmensstrategisch hingelegt haben, ist erstmal ziemlich interessant. Und das fordert mir in der Beobachtung Respekt ab, weil sie es geschafft haben zu erkennen, im vollen Erfolgslauf, den Google ja durchaus hat mit einer Marktkapitalisierung von 440 Milliarden US-Dollar, haben die sich jetzt angefangen umzubauen. Und zwar so, wie wir das, glaube ich, im Deutschen und im europäischen Markt nicht vergleichbar kennen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns angucken müssen, weil hier eine neue Stufe des Wandels im digitalen Kapitalismus gezündet wird, wo Google uns eigentlich die Blaupause vorgibt, wie das funktionieren kann. Mhm. Frau Weißband, heißt das, dass künftig Google nur noch ein Unternehmenszweig unter dem Dach der neuen Holding Alphabet ist, also das G nur noch ein Buchstabe im Alphabet? Es ist halt eine Marketingfrage hauptsächlich. Für Google bedeutet es, Google kann sich auf seinen Markenkern konzentrieren, die Suchmaschinen, die digitalen Services, während andere Firmenzweige sich um andere Dinge und andere Lebensbereiche kümmern können. Und natürlich wird das Ganze irgendwo zusammengeführt werden. Für Google ist das, glaube ich, also diese Holding ist eher eine pragmatische Entscheidung, die tatsächlich damit arbeitet, dass wir in ein neues Zeitalter der Wirtschaft kommen, in die postindustrielle. Herr Banse, wie wird denn diese Struktur aussehen? Wer wird unter dem Dach von Alphabet angesiedelt sein und auf welchen Märkten will man sich da bewegen? Naja, also Frau Meckel das ja auch schon gesagt hat, das ist, die Idee ist es vor allen Dingen, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt,
den Druck von Investoren nachzugeben und dieses ganze Unternehmen transparenter zu machen, weil bisher unter der Marke Google eben alles war, was Google so macht. Roboter, Energie, Internetsuche, Werbenetzwerke etc. etc. Und da war den Investoren immer, glaube ich, unklar, ja, wo das Geld herkommt, wissen wir, aber was passiert eigentlich mit diesen ganzen anderen Freizeitbeschäftigungen und potenziellen zukünftigen Milliardenunternehmungen? Und das haben sie jetzt aussortiert. Und so wie ich das verstehe, gibt es halt eine Holding, die sitzt oben drüber, die heißt Alphabet. Und darunter werkeln weitgehend selbstständige Unternehmen. Eins davon ist Google, da sind die Webdienste wie die Suche, die Werbenetzwerke, YouTube drin versammelt. Aber es wird eben eine ganze Reihe von anderen Firmen geben, Google X und die Roboteraktivitäten und andere Investmentaktivitäten und Energieaktivitäten. Und was sie eben jetzt auch die Möglichkeit bekommen, leichter, glaube ich, in andere Unternehmen zu investieren. Dass sie sozusagen die Chefs dieser Unternehmen, so wie das bei Google jetzt schon der Fall sein wird, dass die autonomer wirtschaften können, die Gewinne aber in die Holding fließen und sie sozusagen damit leichter operieren können, diese Subunternehmen, die unter diesem Dach aber fungieren, sehr selbstständig agieren können. So wie das übrigens jetzt so furchtbar neu auch nicht ist. Also Warren Buffett wird ja immer als Vorbild genommen. Multimilliardär hat auch eine Holding, unter der er, ich glaube, hunderte von Firmen organisiert, vom Möbelhaus bis zum Süßwarenfabrikanten. Alles ist da drunter, auch mit selbstständigen Chefs. Die Firmen agieren gehend selbstständig. Buffett regiert da nicht groß rein, entscheidet aber mit seiner Firma, mit seiner Holding, was mit den Gewinnen passiert. Und das haben die beiden Google-Gründer ja auch immer schon früher als Vorbild formuliert, dass sie sich so eine Firmenstruktur vorstellen könnten. Und das machen sie jetzt. Das, was da drunter unter dieser Holding angesiedelt wird, Herr Sixtus, ist das ein Sammelsurium ganz unterschiedlicher Geschäftsaktivitäten oder gibt es da sowas wie einen Masterplan von A bis Z wie Alphabet? Also die Art, wie Google da rangeht, ist eigentlich so ein bisschen wie mit so einem Schrotschussprinzip. Das heißt, die schießen ganz viele Kugeln in ganz viele Richtungen ab und hoffen, dass das irgendwann eine treffen wird. Und das halte ich durchaus für richtig, weil ich glaube, wer im Technologiebereich in 10 Jahren Geschäfte machen will, der muss jetzt Produkte entwickeln für Märkte, die es noch gar nicht gibt und Produkte, die es noch gar nicht gibt und für eine Nachfrage, die es noch gar nicht gibt. In Marktbereichen, die es noch gar nicht gibt. Und das hat Google eigentlich sogar vorgemacht schon, beispielsweise mit Google Maps. Google Maps ist jetzt 10 Jahre alt, wurde 2005 rausgebracht. 2007 kam das erste iPhone. Das heißt, die haben ein Produkt rausgebracht für mobile Geräte, die es damals noch gar nicht in dieser Masse, in dieser Form gab. Damals waren Blackberries noch so die Krönung des mobilen Computings. Und als dann einige Jahre später die mobile Revolution einsetzte, da war Google schon da und sagte, hallo, wir haben die Karten. Und das funktionierte hervorragend. Und rückblickend sagt man, warum ist da eigentlich nicht jeder drauf gekommen? Aber damals, als sie sich hingesetzt haben und gesagt haben, wir investieren jetzt ganz viel Geld in einen Kartendienst, da wirkte das auch so ein bisschen willkürlich. Und so ein bisschen, ja, probieren wir mal aus. Ne? Ist das das Wesen von Google oder demnächst Alphabet, Frau Meckel, dass man in Dinge geht, die ja revolutionär, visionär sind? Also wir haben es gesehen im Einspieler, ich habe es eingangs gesagt, wenn man sagt, da gibt es eine Firma, die hat zum Ziel, das Altern zu stoppen oder zumindest zu verzögern. Ist ja ein Moment, wo man erstmal sagt, muss man ja dran glauben, dass das gelingen kann. Und ja, vielleicht ist das schon der schöne Zugang, dass offenbar die Gründer und Macher dran glauben. Das finde ich eigentlich erstmal eine ganz faszinierende Haltung zur Welt und auch zu den Möglichkeiten der Wirtschaft, dass man versucht, etwas zu machen, weil man dran glaubt, anstatt dass man versucht, Gründe zu finden, warum es nicht gehen kann. Mhm. Und Mario Sixtus hat das sehr schön beschrieben mit dem Schrotflintenprinzip, wo eben ja tatsächlich auch der ein oder andere Treffer dabei war schon. Es waren auch Misserfolge wie Google Glass dabei, weil die Vorbehalte auch unter Privacy, also Datenschutzgesichtspunkten, dann eben gezeigt haben, dass die Menschen nicht alles nehmen. Aber ich glaube, man muss es schon auch so anschauen, dass es mehr ist als eine reine Zufallstrefferperspektive. Also wenn ich mir mal so angucke,
in welchen Bereichen Google eigentlich jetzt aktiv ist. Ja, dann haben wir natürlich die Informationen über Suche. Das ist ganz wesentlich. Informationsversorgung wird auch in Zukunft ganz, ganz bedeutsam sein. Wir haben zum Zweiten den Bereich der Mobilität. Wie bewegen wir uns in Zukunft fort? Die Investitionen in das selbstfahrende Auto, was nicht nur ein selbstfahrendes Auto, sondern möglicherweise eine Revolution des individualisierten öffentlichen Nahverkehrs sein wird, ist das zweite Thema. Das dritte Thema, Sie haben es angesprochen, Herr Harris, ist Gesundheit. Alles rund um die Bekämpfung von Krankheiten, um die Verlängerung des Lebens. Ein Riesenmarkt der Zukunft. Das vierte ist Vernetzung, digitale Infrastruktur, die Vernetzung von Städten, was die öffentlichen Hände, die Regierungen nicht schaffen, auch in Deutschland nicht schaffen, mal endlich flächendeckendes, schnelles Breitband zur Verfügung zu stellen. Und das fünfte ist die Robotik. Also mit der Übernahme von Boston Robotics zum Beispiel hat Google einen richtigen Schritt nach vorne gemacht. Und da wird sich vieles entscheiden, was wir im Bereich des Schlagworts Industrie 4.0, also der Digitalisierung der industriellen Produktion, erleben werden. Und das sind die fünf Zukunftsthemen. Aber die hängen ja auch total eng zusammen. Genau. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie völlig heterogene Felder sind, sondern dieses selbstfahrende Auto. Kernbestandteil dieses selbstfahrenden Autos werden Karten sein. Ohne vernünftige Karten wird das hinten und vorne nicht funktionieren. Deswegen haben die deutschen Autobauer sich auch den Nokia Maps geschnappt, weil völlig klar ist, dieses selbstfahrende Auto braucht Karten. Und zwar nicht nur in 2D, sondern auch in 3D, wo dann auch noch Ampeln abgescannt sind und Bürgersteige und. Also da haben die sozusagen schon ein ganz großes Element für dieses selbstfahrende Auto selbst im Haus. Und was all diese Sachen verbindet ist, um das umzusetzen, braucht man enorm gute Dateningenieure. So, und es gibt wenig Konzerne auf der Welt, die haben. Und deswegen Robotik, selbstfahrendes Auto, Sensorik, Karten, das hängt zusammen. Und Gesundheitsdienste, da geht es auch darum, Daten zu analysieren, algorithmisch zu verarbeiten, zu interpretieren, auszuwerten. Nichts anderes macht Google seit 18 Jahren. Ist das nicht auch etwas, was ein bisschen beängstigend ist, wenn man sich vorstellt, dass eine Firma von A bis Z, da steckt ja ein Anspruch drin in der Umbenennung, all diese Zukunftsfelder, die Sie gerade eindrucksvoll geschildert haben, dann auch global dominiert? Ja, die Presse ist ja gerade wieder voll vor warnenden und mahnenden Artikeln. Ja, natürlich hat jetzt auch jede Redaktion ein Alphabet, so ein Alphabet gemalt und dann die Google-Dienste dahinter geschrieben, die dazu passen sollen. Man darf nicht vergessen, dass das meiste davon sind wirklich Laborexperimente, die da jetzt unterwegs sind. Also Google verdient Geld mit der Suchmaschine, mit AdWords und mit der Vermakelung von Werbeflächen im Web, mit AdSense. Und seit neuestem ein wenig mit Videos, mit YouTube. Mit dem Betriebssystem Android? Nee, mit dem Betriebssystem Android zum Beispiel gar nicht. Da sind sie Marktführer, aber da verdienen sie überhaupt kein Geld, weil das ein Derivat ist von dem freien Betriebssystem Linux. Damit verdienen sie vielleicht sekundär was, weil sie die Suchmaschine als Standardsuchmaschine eingestellt haben oder sowas. Aber nicht direkt. Und es gibt einige Bereiche, da ist Google Marktführer, aber verdient überhaupt kein Geld. Mhm. Und diese ganzen aufgezählten Aktivitäten, mit denen Google unterwegs ist, vieles davon ist wirklich reine Labortätigkeit. Also da ist vollkommen unklar, ob jemals da auch nur ein Dollar Return of Investment kommen wird. Und das ist, das finde ich ganz wichtig, das zu begreifen, dass Google so arbeitet, dass auch viele amerikanische Unternehmen so arbeiten. Das ist etwas, eine völlig andere Herangehensweise, als man das hier kennt, so im Ingenieurs-Deutschland, wo dann erstmal irgendwelche Kommissionen einberufen werden und 3 Jahre Masterpläne wälzen und dann über die Finanzierung nachgedacht wird und am Ende funktioniert es dann nicht. Und dieses Trial-and-Error-Prinzip, das zieht sich eigentlich durch die ganze Unternehmensgeschichte von Google. Also auch die Google-Suchmaschine war ja so ein Projekt, das war ein studentisches Projekt. Und dann haben sie festgestellt, funktioniert ja eigentlich alles ganz toll. Und dann haben sie ein bisschen Geld eingesammelt, wussten aber immer noch nicht, wie man damit Geld verdient. Und dann haben sie von GoTo.com irgendwann ein Geschäftsmodell sich ausgeliehen, sage ich mal vorsichtig. Und der Rest ist dann Geschichte. Klingt alles, Frau Weißband, so wie Mario Sixtus das schildert, unglaublich sympathisch, ungefährlich, harmlos. Haben wir einen falschen Titel für die Sendung gewählt? Wie gefährlich ist Googles Weg zur Weltmacht?
Ich finde es nicht falsch, das zu diskutieren. Ich finde nur, wenn wir von Weltmacht sprechen, übertreiben wir. Denn was wir beobachten, ist, dass ein Unternehmen einen extrem logischen Weg unserer Zeit gegangen ist. Mhm. Und wenn es nicht Google gewesen wäre, wäre es ein anderes. Es ist erstmal nicht das Unternehmen, sondern es ist das erste, das das macht in diesem Maßstab. Natürlich, wenn wir in die Zukunft sehen, sehen wir in eine Zukunft, in der monotone und schwere Arbeit von Maschinen erledigt wird. Das bedeutet, wir haben einen Markt, auf dem Information und Kreativität das Hauptgut sind. Natürlich Daten in Form von Informationen. Und das ist nichts per se Schlechtes. Ich finde es nicht schlecht, wenn Maschinen meine Sklavenarbeit übernehmen und ich die Jobs machen kann, die interessant und toll sind. Und wenn dann in soziale Dienste investiert wird, dass Gesundheit automatisch überwacht wird, bei unserer Alterspyramide ist das auch gar nicht so schlimm. Bei dem kompletten Zusammenbruch der Pflegekräfte, vor dem wir stehen. Dass dann selbstfahrende Autos auch älteren, schwachen Menschen Mobilität ermöglichen und so weiter und so fort. Das ist ein logischer Schritt. Die Frage, die sich allerdings aufdrängt, ist eher, warum ist Google im Moment so das Einzige und in diesem Maße zentral? Mhm. Denn was gefährlich ist, ist tatsächlich, wenn Google ein Monopol behält. Und auf digitalen Märkten kennen wir eine Neigung zu Monopolen, also noch viel stärker als im bisherigen industriellen System. Und das ist das, was man verhindern muss, damit der Kunde auch eine Wahl hat, wohin investiere ich meine Daten, wem gebe ich sie. Das mit den Monopolen ist ja auch nicht neu. Ne? Also dass im Kapitalismus Unternehmen dazu tendieren, Monopole zu bilden, wenn sie keine Grenzen gesetzt bekommen, das hat man, glaube ich, auch in Amerika akzeptiert. Da gibt es dann auch Marktregulierung bis hin zur Möglichkeit, dann auch Unternehmen zu zerschlagen. Was bei diesen Dingen, Google, Monopol, Google zerschlagen mir immer nur ein bisschen. Mal als Zwischenfrage nur, ich will Sie gar nicht unterbrechen. Kann es sein, dass Google auch diese Holding gegründet hat, um einer Zerschlagung, es gibt ja anhängige Verfahren, zuvorzukommen? Weil Sie es ansprechen? Das kann man natürlich sagen. Das gibt Argumente, die in die Richtung gehen, um so europäischen Regulierungsversuchen, sagen wir mal, zuvorzukommen und zu sagen, ja, wir haben das doch schon alles aufgetrennt. Das sind doch schon separate Gesellschaften. Die haben nichts miteinander zu tun, tauschen auch erstmal keine Nutzerdaten aus. Wir haben hier das Google, was weiter Google, YouTube, Analytics, Werbenetzwerke und so ist. Aber der Rest ist getrennt. Mag ein Argument sein, finde ich jetzt nicht so überzeugend. Aber der Punkt mit diesen Monopolen ist immer, ich finde, man muss sich gerade bei so einem großen Unternehmen wie Google das ist, angucken, auf welchen Gebieten gibt es denn Monopole. Also beispielsweise YouTube. War lange Zeit das Ding. Also es hieß, Video online gibt es nur YouTube. Jetzt stellt sich raus, Facebook macht auch Videos und holt auf. Twitter macht Videos. Alle machen auf einmal Videos. YouTube kommt in Schwierigkeiten, weil die Werbeumsätze zurückgehen, etc. etc. Mhm. Auf einmal ist YouTube nicht mehr die unangefochtene Nummer eins. Bei den Suchmaschinen, ja, okay, da gibt es sicherlich in Deutschland speziell interessanterweise eine marktbeherrschende Stellung. Aber ganz ehrlich, die nächste Suchmaschine ist 4 Buchstaben, .3 Buchstaben entfernt. So eine Suchmaschine hat auch keine Stickiness. Ne? Also es ist also sich aus einem sozialen Netzwerk als Nutzer rauszuwinden und auf alle Freunde und Bekannte, die man da gemacht hat, künftig zu verzichten, ist ein großer Schritt. Aber von einer Suchmaschine zur anderen zu wechseln, ist mal eben eine andere Bookmark zu setzen. Mhm. Also Google kann sich da seiner Marktführerschaft überhaupt nicht sicher sein. Also ich bin auch alt genug, um mich noch an Alta Vista erinnern zu können. Und ja. Das waren mal ganz tolle Suchmaschinen. Also da denkt heute kein Mensch mehr dran. Und das weiß Google auch. Und ich glaube deshalb, dieses emsige Experimentieren, um da halt neue Felder rauszufinden. Ich glaube, der wichtigste Satz in dieser Bekanntmachung von Larry Page war der Satz, Sergey and I, we are seriously into the business of starting new things. Das heißt, wir meinen das ernst. Das ist jetzt unser Geschäft. Wir wollen was Neues anfangen. Ja, und das ist unser Kerngeschäft. Mhm. Nicht die Suchmaschine ist unser Kerngeschäft und nicht dieses ganze Internetkrempel, sondern mit, also neue Dinge zu machen. Ich möchte eine Ergänzung zu der Monopolisierungsfrage. Also ich glaube zum einen, ich teile Philipp Barnes' Einschätzung, das wird Google nichts bringen, diese Restrukturierung im Hinblick zum Beispiel auf das anhängige Verfahren der EU-Wettbewerbskommission. Die Wettbewerbskommissarin verfolgt das ja anders als ihr Vorgänger.
Vorgänger relativ selbstbewusst und energisch. Und Search is Search. Also die Suche bleibt ja gebündelt, wie sie ist. Insofern, glaube ich, hilft das gar nicht. Das andere Beispiel, worauf Marina Weißband ja hingewiesen hat, Netzwerke, das ist natürlich was anderes. Also Google Plus, das Netzwerk von Google, ist eines der Flops von Google. Mhm. Und da gucken wir eben auf die andere Spielwiese Netzwerke und gucken mal nach Facebook oder zu Facebook, weil die Stickiness oder was finden wir eigentlich attraktiv, wenn ich morgens im Bett aufwache mit dem iPhone, was ich eigentlich natürlich nicht tue und auch nicht tun sollte, keiner von uns wahrscheinlich, dann gehe ich nicht zu Google und sage, boah, ich suche jetzt was total Tolles und das finde ich ja super, dass ich das als erstes mache, sondern wenn überhaupt, dann gehe ich möglicherweise bei Facebook gucken, was haben denn die Freunde über Nacht gepostet. Das ist ein ganz anderes Spielfeld, wo wir über Monopolisierung und über Schwierigkeiten von mangelndem Wettbewerb genauso reden können. Ich würde ganz gerne meinen Blick auch auf Deutschland und Europa werfen. Wenn man das, was Sie so jetzt geschildert haben, was die Idee dahinter ist, neue Geschäftsfelder, Trial and Error, große Visionen angehen, auch die Bereitschaft zu scheitern, wenn man das mal vergleicht mit der Ökonomie, dem wirtschaftlichen Denken in Europa und in Deutschland, wenn man sagt, Daten sind das neue Erdöl, wo stehen wir denn da so ungefähr? Traut sich gerade niemand vor. Also einen Beliebtheitspreis kriegt man mit der Antwort auf diese Frage wahrscheinlich nicht. Deshalb. Ich möchte das vielleicht diplomatisch formulieren. Diplomatisch gesprochen sind jetzt die Zeitungen voller Artikel darüber, wie böse und weltmachtheißerisch Google ist. Was wir dabei aber vergessen, ist, warum Google eigentlich so viel Erfolg hat im Business des Neuerfinden. Die klügsten Menschen der Welt zum Teil arbeiten für Google. Und alle wollen bei Google arbeiten. Warum? Weil Google ein fantastischer Arbeitgeber ist. Google hat flexible Arbeitszeiten, Google hat ein gutes Arbeitsklima, ist insgesamt ein moderner Arbeitgeber, der Kreativität aktiv unterstützt. Und der eine Umgebung schafft, in der Ingenieure auch ihre eigenen Hobbys mitverfolgen können. Sie haben eine der modernsten internen Beteiligungsstrukturen an ihrer Firmenstruktur. Das sind alles Faktoren, die da reinspielen, dass Google diese unfassbare Innovation überhaupt leisten kann. Und ich finde, für deutsche Unternehmen sollte das ein großes Vorbild sein, anstatt ein abschreckender Gegner. Noch dazu, was finde ich auch auffällt, ist, wie viele, sagen wir mal, Migrantenkinder bei Google arbeiten, das mal so zu formulieren. Also der neue Google-Chef, der hat mit 12 irgendwie, Sergey Brin selber. Brin selber. Der neue Google-Chef aus einfachsten Verhältnissen. Aus einfachsten Verhältnissen, hat ein Stipendium bei einer Elite-Universität bekommen, hat's da, seine Eltern haben irgendwie 1000 Euro oder Dollar zusammengelegt, um den Flug zu bezahlen. Und dann ist er da aufgestiegen und er ist definitiv nicht der Einzige. Also in dieser ganzen, die haben ja so riesen Vorstands- mit, ich weiß nicht, wie viel Vice Presidents und so. Mhm. Aber wenn man sich die Liste mal anguckt, da kommen so viele Leute aus Bangladesch, aus Indien, aus dem Iran und. Das finde ich immer so auffällig, wenn man da mal mit denen sich unterhält und wenn man die mal so trifft. Und da frage ich mich, welches deutsche Unternehmen diese Offenheit hat. Auch die Frau, das ist jetzt ein anderes Thema, aber auch die Frau, die bei der New York Times die ganze ISIS-Geschichten jetzt schreibt, die ist aus Rumänien in die Schweiz gegangen, hat sich da rassistisch misshandelt gefühlt, ist in die USA gegangen, ist jetzt Topfrau bei der New York Times. Also ich glaube, diese Kraft, Blick auf Deutschland werfen. Wir leben ja hier im Moment in einer Situation, wo wir sagen, uns geht's innerhalb Europas wirtschaftlich, sag mal etwas salopp, saugut. In toto, nicht jedem Einzelnen, aber insgesamt ist die deutsche Wirtschaft in einem guten Zustand, ist in vielen Produkten auf dem Weltmarkt führend, Pkw-Bau, Dübel, alles klassische Produkte. Ja, der Dübel. Dübeln Sie mal das E-Book an die Wand. Ja, dann genau. Wissen Sie, dass dieses Geschäftsmodell deswegen irgendwann. Deswegen führe ich das Beispiel an. Ich will Ihnen mal was, das mache ich sonst nicht, aber mal was vorlesen, was Günther Oettinger, der ist ja EU-Kommissar für digitale Wirtschaft, unlängst geschrieben hat. Und der hat richtig gewarnt und hat gesagt, ich nehme mal das Beispiel Autoindustrie und er schreibt, in Zukunft könnte die Karosserie nicht mehr aus Stahl, Aluminium und Blech bestehen, sondern aus Carbon und kommt aus den USA. Damit fallen jede Menge Aufträge für den deutschen Werkzeugmaschinenbau, eine unserer wichtigsten Branchen, weg. Die Batterie kommt aus Asien und ein Elektromotor braucht kein Getriebe. Aber wir haben die größte deutsche Zulieferindustrie, die dann auch überflüssig wird. Die digitale Komponente stammt natürlich aus dem Silicon Valley. Wir haben über Maps gesprochen. Kann man sagen, vielleicht ist die deutsche
die Industrie in Lebensgefahr und hat es noch gar nicht begriffen? Also ich würde jetzt nicht gleich mit Lebensgefahr argumentieren, aber ich glaube, da muss man schon... Mit Abstiegsgefahr kann man argumentieren. Und das ist tatsächlich ein Thema, über das man sich richtig streiten kann, auch mit Vertretern, zum Beispiel in der Autoindustrie. Die Diskussion, die nach außen geführt wird, ist natürlich ein bisschen anders als die, die auch intern geführt wird, muss man dann natürlich dazu sagen. Aber was hier passiert, könnte ein richtiger Paradigmenwechsel, ein richtiger Wechsel zwischen Bestandteilen eines Geschäftsmodells werden. Also nicht könnte, sondern wird. Ich meine, wenn wir uns die deutsche Industrie ansehen, sie ist immer noch vollständig auf die industrielle Wirtschaft ausgerichtet. Auf die Qualität des Maschinenbaus. Wir wollen immer noch eine Vollbeschäftigung. Ja. Um es ganz klar zu sagen, in der Zukunft kann es keine Vollbeschäftigung in diesem Sinne einer Lohnarbeit geben, weil die Produktion nun mal zu großen Teilen automatisiert wird, ist, was wir wollen. In der Zukunft müssen wir als Wirtschaft und auch als Politik uns darauf einstellen, dass Menschen zu Kreativität, zum Schaffen, zum Erfinden, das, was der Mensch kann und die Maschine noch nicht so gut wie wir. Und dafür müssen wir die Bildung umstellen, dafür müssen wir von diesen ganzen unbezahlten Praktika, damit ich irgendwann die Chance habe, einen prekären Job zu bekommen, weg, die gerade in der Berliner Szene, also auch in der kreativen Szene ja ganz stark im Moment gegeben ist. Aber lassen Sie uns im Moment noch mal beim deutschen Auto bleiben. Ich meine, das ist ja wirklich als Industrie der Kern des deutschen wirtschaftlichen Erfolgs. Auch mit vielen mittelständischen Zulieferunternehmen, die halt aus der Ingenieurskunst, aus dem Maschinenbau kommen. Und da sind sie großartig. Das kann man, glaube ich, weiterhin so sagen. Nur was hier passieren könnte, ist, dass im Grunde genommen auch hier die Daten der Treiber der Mobilität werden. Wenn man sich anguckt, dieses Google-Auto, ja, das selbstfahrende Auto, das sieht ja nicht besonders sexy aus, das ist klein, da quetscht man sich rein. Also geht sicherlich nicht um die Freude am Fahren, ja, um die es sozusagen bei den Autos geht, die wir in der deutschen Automobilindustrie vornehmlich auch exportieren in die Welt. Sondern es geht darum, dass man schnell von A nach B kommt. Ich gehe aus dem Büro, zack, kommt dieses Ding selbst angefahren, ich setze mich rein, lasse mich zum nächsten Ort fahren, das Ding fährt weg, ich muss mich nicht um Parkplatz kümmern, ich muss mich nicht um Koordination kümmern, das alles geht App gesteuert oder wie auch immer. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass daraus ein individualisiertes öffentliches Nahverkehrssystem entsteht, das weniger Autos auf den Straßen hat, das mehr Möglichkeiten für Grünflächen bringt, das immer noch vielleicht die Möglichkeit bietet, dass wir mit großen Autos irgendwann auf dem Nürburgring für ein entsprechendes Entgelt rumfahren können, das viel ökologischer ist. Das heißt, hier passiert ein richtiger Systemwechsel. Ja. Und dann bestimmen die IT-Unternehmen, wo die Reise hingeht. Und die deutsche Automobilwirtschaft wird zum Zulieferer für die IT-Industrie. Mhm. Und das mag niemand hören, aber damit muss man sich, glaube ich, auseinandersetzen heute, wenn man versteht, was hier gerade sozusagen so langsam sich abzeichnet. Wird denn diese Debatte geführt, hinreichend in der Gesellschaft? Genau, absolut nicht. Ich glaube, das ist nämlich auch in der Vergangenheit versäumt worden von Politik und von Medien. Klar zu machen, wie groß diese Revolution ist, die da auf uns zurollt, dass es eben nicht, dass die Welt mit Digitalisierung nicht das gleiche ist wie vorher, nur ein bisschen bunter, ne? Ein bisschen Facebook dazu und ein paar Google-Bällchen oder so, sondern dass diese Revolution, die erreicht wirklich alle Lebensbereiche, vom privaten, geschäftliche, wirtschaftliche, wie wir arbeiten, wie wir lernen, wie wir uns kennenlernen, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns fortbewegen, was weiß ich. Also es sind ganz große Umwälzungen gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Art, die da auf uns zurollen. Das hat alles gerade erst begonnen. Und ich glaube, so langsam dämmert das auch hier, dass es eben nicht so eine nette, sanfte Geschichte ist. Digitaler Wandel klingt auch immer so ein bisschen so, als wäre der irgendwann abgeschlossen. Ne? So, jetzt hat sich's gewandelt, so jetzt bleibt's. Ne? Breitband und eine ordentliche Infrastruktur. Genau, und dann ist genau, das, Ende. Genau, Netzpolitik wird ja auch immer so ein bisschen als Industriepolitik begriffen hier, was glaube ich auch vollkommen falsch ist. Aber um jetzt den Bogen zu Google zu finden, ich habe den Eindruck, dass in der Berichterstattung sehr oft Google als Projektionsfläche dient, nämlich für die Angst vor dem digitalen Wandel. Und wenn geraunt wird von der Weltherrschaft, die Google anstrebt, wird eigentlich gemeint, die Welt wird eine andere und verändert sich und Hilfe und was sollen wir denn eigentlich machen? Und da also auch so ein konservativer FAZ-Feuilletonist nicht schreiben möchte, Computer sind gefährlich, schreibt er halt, Google ist gefährlich. Ja, aber
noch mal, ich würde gerne noch mal bei der deutschen oder nehmen wir die europäische Wirtschaft in der globalen Welt, sind ja Nationalstaaten irgendwie auch nicht mehr ausschlaggebend, aber Deutschland ist der Motor auch der europäischen Wirtschaft. Ist schon der Begriff, wir diskutieren hierzulande in der Runde vieler heute auch einmal über Industrie 4.0. Ist der nicht schon irreführend? Geht es allein noch um Industrie? Der orientiert sich ja auch so an klassischen deutschen Traditionen, ja. Nämlich der Fokus liegt auf Branche und die Branche optimiert Produkte. Es gibt auf faszinierende Weise, mit großer Kompetenz, wo man sagt, man kann sich kaum noch vorstellen, dass man ein so altes Gefährt wie ein Fahrrad immer wieder optimieren kann. Aber es gelingt Fahrradherstellern und andere Produkte. Aber man denkt in Branchen. Und was Sie geschildert haben über Google, ist ja das Auflösen von Branchen, das Vernetzen. Und heißt das, dass sich im Grunde die ganze deutsche Industrie, Wirtschaft, dass man auch Industrie und Dienstleistung nicht mehr abgrenzen kann. Sie haben es am Beispiel Mobilität gesagt. Also man muss sondern, dass ich das völlig neu erfinden muss. Man muss, glaube ich, über Geschäftsmodelle reden und nicht über Branchen. Über Geschäftsmodelle und Mario Sixtus hat es, glaube ich, vorhin schon gesagt, über Märkte, wo man versuchen muss, Dinge zu denken, die bislang nicht gedacht sind und vielleicht auch als undenkbar scheinen. Und das macht Google eben zum Beispiel sehr konsequent. Das machen andere IT-Unternehmen Schritt für Schritt auch relativ konsequent. Auch die Frage von neuer Bündelung von Angeboten und so. Das ist eine ganz andere Zugangsweise, als innerhalb des bestehenden Produktionsprozesses zu optimieren. Da sind wir wieder auch in Deutschland industriepolitisch gesehen ziemlich gut. Ja? Da, großartig. Prozessoptimierung, das ist auch so ein wunderbares Wort, das funktioniert bei uns ganz toll. Nur darum geht es eigentlich nicht mehr. Und was jetzt mit Alphabet möglich ist, ist, dass in den unterschiedlichen Bereichen innerhalb der Holding eben genau dieses Ausprobieren von Geschäftsmodellen, wenn sie gut laufen, ran an die Börse, ja, Spin-off machen. Wenn sie schlecht laufen, Schluss mit dem Ding. Nicht eine Abspaltung, die sich über Jahre hinzieht, wie wir das auch bei deutschen DAX-Unternehmen kennen. Stichwort Energiebranche muss man sich ja nur angucken, um zu wissen, wie schwierig das alles ist. Und diese Flexibilität, da ganz anders ranzugehen, da, glaube ich, müssen wir uns wirklich umstellen. Und ich finde, das fügt sich so zu einem Bild zusammen, das wieder zu dieser Alphabet-Geschichte führt. Das Verbindende bei dieser Alphabet-Konstruktion, bei dem, was Google macht, sind die Daten, ist das Wissen, sind die Algorithmen und alles andere, Auto, Roboter, Medizintechnik, das wird so, ne, das braucht man auch, ja, das kauft man sich dann ein oder einigen Unternehmen wie Apple gelingt es dann auch, so diese materiellen Dinge extrem mit Wert aufzuladen, aber das ist, glaube ich, die Ausnahme, sondern das Rückgrat von all dem, was getan wird, sind Algorithmen, sind Software, ist Wissen, sind die Leute, die sich das ausdenken und da wird dann vielleicht die Autoindustrie zur Zulieferer, weil halt auch mal eine Schale dafür gebraucht wird. Wenn das so stimmt, hat Europa dann den Wettlauf gegenüber den USA nicht längst verloren? Europa ist eine Konsumgesellschaft im Moment. Wir produzieren immer noch Produkte und Dienstleistungen und das ist die Industrie. Und ich glaube, von diesen Begriffen müssen wir uns langsam lösen, jetzt wo wir in einem Zeitalter leben, wo ich eine Niere aus einem 3D-Drucker ausdrucken und einpflanzen kann. Und das können wir heute schon. Das ist das Beängstigende. Das bedeutet tatsächlich, der Industriebegriff wandelt sich und zwar nicht weniger als beim Wandel von der Agrar- zur industriellen Gesellschaft. In genau diesem Ausmaße. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich mit Daten hantieren und gar nicht mal mehr mit einzelnen Produkten oder Dienstleistungen. Zumal eine Konsumgesellschaft begrenzt sein kann. Ich kann nur so und so viele Fahrräder brauchen. Ich kann nur so und so viele Tische brauchen. Ich glaube, dass wir uns auch wertetechnisch als Gesellschaft durch diesen technischen Fortschritt davon wegentwickeln. Und dass wir in diesen Schritt in die Wissensgesellschaft machen. Und dass Google diesen Schritt als erstes geht, ist erstmal etwas, das unsere Aufmerksamkeit wecken sollte. Nicht in die Richtung, ist das alles gefährlich oder aufzuhalten. Denn das, was passiert, ist nichts als eine natürliche Folge des technischen Fortschritts. Gleichwohl, Sie haben es alle in der Tendenz sehr positiv beschrieben und gesagt, die Gefahren werden zu groß geschrieben, sind ein bisschen reflexhaft. Ich will mal Google-Boss Erik Schmidt zitieren. Genau, der Datenschutz ist mir irgendwie am Tisch noch ein bisschen unterrepräsentiert. Der gesagt, schönes Zitat habe ich vor der Sendung gefunden. Wir wissen, wo du bist. Wir wissen, wo du warst. Wir wissen mehr oder weniger genau auch, was du gerade denkst.
Ich glaube, er wäre sehr froh, wenn er diesen Satz zurücknehmen und aus dem Internetgedächtnis löschen könnte. Das ist so einer der Sätze, die man am liebsten irgendwann mal nicht mehr gesagt haben möchte. Wohl fühlt man sich aber dabei kann er ja nicht, oder? Kann er doch bei sich selber beantragen, ja, dass der Verweis, wenn er nach seinem Namen googelt, in Verbindung mit diesem Zitat, dass der Verweis auf eine der Quellen, Vorsicht, das Recht des Vergessens ist von Google nicht weltweit umgesetzt, sondern es kommt auf die Seite an. Wenn Sie DE wählen, ist es weg. Wenn Sie COM wählen, ist alles für die Ewigkeit da, was ja auch so. Aber Datenschutz ist eigentlich auch ein ganz interessanter Begriff. Also ähnlich wie Marina Weißband zu Recht gesagt hat, wir müssen uns von diesem Industriebegriff, von dieser Industrievorstellung mental wegbewegen, glaube ich auch, dass wir den Begriff Datenschutz verlassen müssen, dass man mit dem nichts mehr anfangen kann. Der kommt aus den 70er Jahren. Der Datenschutz. Ja, der Begriff Datenschutz ist, glaube ich, kaputt. Der kommt aus den 70er Jahren, als eine Handvoll Institutionen überhaupt Daten gesammelt haben. Das waren dann irgendwie Krankenkassen, Versicherungen, ja. Banken, aber Arbeitgeber, jetzt will ich doch noch mal, etc. Wenn, Moment, ich möchte mal diesen Gedanken dann ausbringen. Mittlerweile haben wir Sorten von Daten, die damals noch überhaupt nicht an die man noch überhaupt nicht gedacht hat, und jedes Telefon produziert pro Sekunde eine unglaubliche Datenwolke, und jeder, der im Netz unterwegs ist, zieht eine Datenspur hinter sich her. Und zu glauben, das könnte man noch auf eine Art und Weise schützen, wie man in den 70er Jahren gedacht hat, ich möchte aber nicht, dass mein Arbeitgeber die Daten von meiner Krankenkasse hat, halte ich für weltfremd. Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube, dass wir das vollkommen neu denken. Wir sagen, das vergessen wir komplett. Und sagen, jeder kann alles über jeden wissen. Privatsphäre gibt es nicht mehr. Wir müssen Privatsphäre neu denken. Wir müssen Privatsphäre auch neu definieren. Das wäre auch nicht das erste Mal in der Menschheitsgeschichte, dass sie neu definiert wird. Das geht aber halt auch nur, wenn uns allen klar ist, was da für eine große Revolution auf uns zurollt. Wenn wir alle denken, wir können alle eigentlich so weitermachen wie bisher, es wird nur so ein bisschen lustiger oder so, dann funktioniert das halt nicht. Und das sind halt die Reflexe, die man in Medien und Politik sieht, dass versucht wird, festzuhalten an dem, was ist, und dass deswegen jede Form von Veränderung als Bedrohung wahrgenommen wird. Und das wiederum führt dazu, dass die Innovationen anderswo stattfinden und eben nicht hier. Frau Meckel, wir haben über Chancen viel geredet, über Risiken waren Sie zurückhaltender, werden Sie gleich noch merken, wie unsere Zuschauer darauf reagieren. Aber mal zum Ende der Presseclub-Runde hier im Ersten. Was überwiegt denn aus Ihrer Sicht? Die Chancen, die Risiken, und was müssen wir, und jetzt bin ich dann doch bei Europa und bei Deutschland, was müssen wir politisch machen, um diese digitale Revolution, die Sie eindrucksvoll beschrieben haben hier am Tisch, alle miteinander, um die vernünftig zu steuern? Also ich glaube, der Begriff, der letzte Punkt, was können wir machen oder wie müssen wir anfangen, anders zu denken, ist, glaube ich, der wichtigste. Sich allein zu verfangen in den Vorteilen, Nachteilen, Gefahren, das ist, glaube ich, nicht so richtig hilfreich, sondern wir haben intensiv über diesen Wandel und wie tiefgreifend er ist diskutiert. Und das muss man wirklich jetzt annehmen in einer Diskussion, die, glaube ich, auch nicht auf eine Steuerungsfrage hinausläuft, sondern auf eine Gestaltungsfrage. Sowohl aus der Wirtschaft, was machen Unternehmen, die können eine Menge machen, als auch, wie denken wir eigentlich diesen Wandel? Wenn ich noch mal einmal bei dem Thema Datenschutz, alter Begriff, bleiben kann. Ich war kürzlich in New York auf einer Informationsreise und habe eine Diskussion mit einigen IT-Venture Capitalists, also Investoren, gehabt, die sagen, lass uns doch mal anders daran gehen. Lass uns doch mal denken, dass wir gar nicht mehr geschützte Daten haben. Was passiert eigentlich kulturell, wenn wirklich alle Daten für alle offen sind? Dann passiert möglicherweise etwas, was wir uns jetzt nicht vorstellen können, nämlich dass der Unterschied, der durch geheime private Daten und öffentliche Daten möglich ist, jemanden zu erpressen, Macht auszuüben, dass dieser Unterschied sich auflöst. Und ich will nicht sagen, dass das die Lösung ist. Ich will nur sagen, ich glaube, die Diskussion muss so geführt werden, dass wir tatsächlich mal überlegen, was passiert und wie weit kann das reichen und wie können wir das gestalten, anstatt einfach immer so auf eine Abwehr zu gehen
gehen und zu sagen, das bedroht unseren Jetzt-Zustand, denn der ist so vorbei. Aber ja, die Zukunft ist ja längst da. Der Punkt ist ja genau der, bei dem, was Sie sagen, wenn alle Daten für alle zur Verfügung stünden, dann wären wir ja vielleicht sogar schon einen Schritt weiter. Das ist es ja aber gerade nicht. Mhm. Sondern die Daten, meine Daten bei Facebook, die stehen mir eben nicht wirklich zur Verfügung. Wenn ich ein anderes soziales Netzwerk gehen will, kann ich die nicht einfach mitnehmen. Ich kann mir zwar eine neue Suchmaschine nehmen, aber die Daten und die Ergebnisse bei Google sind auch unter anderem deshalb so gut, weil ich Google seit 15 Jahren nutze. Und die Daten, die Google über mich hat und die Suchhistorie etc., kann ich auch nicht einfach so mitnehmen. Also das heißt, diese Datenmengen, die bei den Unternehmen anfallen, da muss man jetzt nicht mehr Datenschutz und das sind meine und da darf sonst keiner ran. Aber da, ich finde es schon ganz zentral zu überlegen, wie gehen wir damit um? Kann ich die vielleicht mitnehmen? Vielleicht lerne ich ein bisschen was darüber, wie diese Daten die erhoben werden. Kriegen sie ja auch nicht, weil die für das Unternehmen eine Macht darstellen. Absolut. Und deswegen würde ich auch, also ich finde diese Regulierungsfrage. Eine Währung, die keiner rausrückt, wer ihre Daten hat. Diese Regulierungsfrage finde ich ganz zentral, weil ich finde schon, wir haben festgestellt, die Tendenz zum Monopol ist natürlich auch bei großen Internetkonzernen da. Es, finde ich, muss eine und gibt ja auch Strukturen geben, die im Zweifel einschreiten können. Ist schon wir sind am Ende der Sendung. Wenn wir das jetzt noch mal aufzählen, dann sprengen wir die Sendezeit. Ja. Das aber ich finde, da muss drüber geredet werden, wie das reguliert werden kann. Ich danke Ihnen für die lebhafte und interessante und, wie ich fand, sehr nach vorne gerichtete auch Diskussion. Das war nämlich der Presseclub hier im Ersten. Hier geht es jetzt weiter mit dem Europa-Magazin. Ich danke Ihnen allen sehr für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut und tschüss. Ich begrüße Sie zum Presseclub Nachgefragt auf Phoenix und im Radio auf WDR 5. Innovationsfabrik und Datenkrake. Wie gefährlich ist Googles Weg zur Weltmacht? Das ist unser Thema heute hier im Presseclub. Darüber haben wir diskutiert. Und jetzt sind Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, jetzt sind Sie dran mit Ihren Fragen an meine Gäste. Und der erste Anruf kommt aus Salzgitter. Dort ist Oskar Seidel am Telefon. Herr Seidel, einen schönen guten Tag und Gruß nach Salzgitter. Ja, einen schönen guten Tag und einen Gruß in Ihre Runde. Ich bin schon ziemlich erschrocken, wie wenig Kritikfähigkeit aus Ihrer Runde gegenüber einem solchen Machtapparat wie Google hier zum Ausdruck gebracht wird. Also das grenzt mir schon nahezu an Selbstaufgabe. Und ich stelle mir die Frage, ob da nicht eine Überhöhung eines ganz profanen, lediglich auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Unternehmens stattfindet. So ähnlich zu vergleichen mit einem religiösen Gehabe wie dem Tanz um den goldenen um das goldene Kalb. Als Begründung würde ich ganz kurz angeben wollen, dass mein persönliches Beispiel, ich bin ein konsequenter Werbeverweigerer. Ich fühle mich permanent über meine digitalen Medien abgescannt in meinem Konsumverhalten und werde immer zugemüllt mit irgendwelchen Werbemaßnahmen. Was aber Google oder alle anderen digitalen Unternehmen unterschlagen, ich drücke konsequent jede Werbung weg. Wenn Sie mich also wirklich scannen würden, würden Sie erkennen, dass ich ein Werbeverweigerer bin. Und aus diesem Grunde müsste das ja in der logischen Konsequenz denen sagen, der Mann will keine Werbung, also lassen wir ihn in Ruhe. Stattdessen werde ich weiterhin zugemüllt. Das sagt mir, dass die also mich und meine Entscheidungskompetenz überhaupt nicht wahrnehmen wollen und über mich hinweg über mich entscheiden. Und da sehe ich doch eine Gefahr für die Zukunft. Und deswegen würde ich gerne mal hören, wie Sie das bewerten. Danke schön, Herr Seidel, und einen schönen Tag, Herr Bansi. Ja, also das führt zu diesem Punkt. Ich finde, der Staat und die EU können sich nicht von einer kompletten Regulierung verabschieden und da raushalten. Das tun sie auch nicht. Aber in dem Fall wäre zum Beispiel, finde ich, eine Möglichkeit zu sagen, Unternehmen müssen nicht nur gestatten, dass pseudonym gearbeitet wird, sondern dass sie Geld zahlen, dass ich Geld zahle und dafür meine Daten für mich behalte.
Also ich finde es zum Beispiel einen sinnvollen Vorschlag zu sagen. Aber okay, das müsste geregelt werden. Das zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. Nein, das glaube ich nicht, dass das freiwillig geschieht. Aber wenn ich Facebook für 5 € im Monat nutzen könnte und dafür muss man dann gucken, wie das in dem konkreten Fall dann auch noch machbar ist, sodass das dann auch weiter funktioniert, so wie ich das will, ohne meine Daten oder mit einem beschränkten Zugriff Facebook auf meine Daten. Anonym ist jetzt aber nicht so prickelnd, denke ich. Nee, anonym nicht, aber ja, das ist die Frage. Ne? Er will ja wieder raus können und seine Daten mitnehmen. Ich will Daten mitnehmen und raus können oder bei Google sagen, ich habe ein Google-Konto, zahle aber 5 € im Monat. Dafür versichert mir Google und weiß das irgendwie nach. Ich kann keine Werbung. Ich kann das auf Null stellen oder keine Konditionen. Ich bin da raus. So, meine Daten, ich zahle nicht mit meinen Daten, ich zahle mit Euros. Mhm. So, das finde ich, ist ein Vorschlag, über den man mal nachdenken kann. Nächster Anruf kommt aus Essens. Dort ist Daniel Büßmann am Telefon. Herr Büßmann. Grüß Sie. Guten Tag. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar, was passiert mit den Militärpatenten, die Google von Motorola gekauft hat? Was passiert mit der schwimmenden Stadt, wo Google Menschenexperimente angekündigt hat, im Zusammenhang mit dem Satz des Richard Dawkins Institut, 2017 werden wir alle Roboter sein? Die Frage geht an die Runde. Dankeschön, Herr Büßmann. An die Runde. Freiwillige vor. Wer möchte? Ist jemand was über die Militärpatente? Nee. Gerade sind Büßmann, nicht wir müssen passen. Herr Büßmann, was man vielleicht sagen kann, über die Militärpatente ganz konkret kann ich jetzt keine Antwort geben, aber es stimmt natürlich, dass Google zum Beispiel mit Boston Robotics ein Unternehmen übernommen hat, das ganz stark mit dem amerikanischen Militär über die Organisation DARPA zusammengearbeitet hat, auch da einiges eben entwickelt hat. Meine Vermutung wäre, dass die Patente jetzt bei Google liegen, wenn das Unternehmen gekauft worden ist, aber mehr kann ich dazu leider nicht konkret sagen. Okay, Herr Büßmann. Dann müssen wir es dabei belassen, wünschen Ihnen einen schönen Tag. Und der nächste Anruf kommt aus Essen von Manfred Fürmann. Herr Fürmann, seien Sie gegrüßt. Ja, ich grüße Sie auch. Zunächst einmal zur Verdeutlichung, ich bin der Manfred Fürmann, der unter dem Pseudonym K.B. Hacker in gewissen Kreisen auch einen nicht gerade sehr guten Ruf hat. Meine Frage ist ganz einfach die: Wenn ich an die USA denke, denke ich auch an Patriot Act, an Homeland Security, an NSA und an die US-Strategie hinsichtlich hegemonialer Interessen. Und frage ich mich natürlich, weil ja diese ganzen gefürchteten Dienste US-basiert sind, ob da, wenn praktisch die vernetzte Menschheit in Rechnern abgebildet wird, ob da die Auswertung, also jetzt auf 10, 15, 20 Jahre gerechnet, als Konsument nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern der Sicherheitsfaktor für die Macht schlechthin, und zwar speziell die US-Macht, dass man also die Menschheit vor allen Dingen berechenbar macht, beispielsweise hinsichtlich möglicher revolutionäre Potenziale. Mhm. Grüße auch an den Sixtus. Ich kenne ihn gut, aber er kennt mich nicht. Schönen Tag noch. Dankeschön, Herr Fürmann. Also, ich glaube, ich würde das gerne beantworten. Tatsächlich finde ich, dass die Frage nach der Sicherheit großer Datensammlungen eine sehr relevante und wichtige Frage ist. Und hier wird im Zusammenhang immer die NSA genannt, weil nach den Enthüllungen wir einfach sehr viel über die Operationen der NSA wissen. Es ist aber wichtig zu betonen, dass das bei weitem nicht der einzige Geheimdienst ist, der so operiert. Und Daten zwischen Geheimdiensten, das wurde inzwischen nachgewiesen, werden ausgetauscht. Und die Abknüpfung von Daten passiert nicht nur auf dem Gebiet der USA, sondern zum Beispiel auch im Frankfurter Knoten. Das bedeutet, wir sollten viel mehr darüber reden, wie kontrollieren wir eigentlich unsere Geheimdienste? Was dürfen die eigentlich über uns wissen? Und das ist ein etwas anderes Thema, aber es hängt sicherlich damit zusammen. Und wir müssen darüber reden, wie wir möglichst Services fördern, die Daten dezentral lagern, damit sie eben nicht so einfach abzugreifen sind. Also mir ist bei der Frage auf jeden Fall dieser anti-amerikanische Spin aufgefallen. Und den findet man eigentlich häufig, wenn Datenschutz ein Thema ist. Und ich finde den gefährlich. Also mir fällt da diese Initiative der D-Mail ein, die uns dann verkauft werden sollte vor einem Jahr ungefähr oder vor anderthalb Jahren, als der NSA-Skandal vor sich hin kochte.
und dann irgendwie Telekom und 1&1 und sonst wie mit vereinten Kräften und unter Fanfarengetröte der Politik nach vorne preschten und sagten, deutsche Mail für deutsche Bürger. Und das ist natürlich absoluter Humbug, weil zum einen ist das technisch sehr fragwürdig, ob das überhaupt durchsetzbar ist. Zum anderen greifen deutsche Geheimdienste genauso fröhlich auf Mails zu wie ausländische Geheimdienste. Zum dritten möchte ich kein nationales Netz. Ich möchte nicht nationale Grenzen wieder aufbauen in Netzen. So. Und dieser unterschwellige oder laut artikulierte Anti-Amerikanismus, den entdeckt man sehr oft in diesen Debatten. Lassen wir mal so stehen und gehen. Essen ist heute besonders rege in der Beteiligung, stelle ich fest. Wieder einmal nach Essen und dort ist Frank Lukas Sanner am Telefon. Herr Sanner, Sie sind dran. Guten Tag in die Runde. Essen hatte wohl heute eine ziemlich kurze Leitung zur Vermittlungsstelle. Oder ganz schlechtes Wetter, kann das sein? Ja, es ist nicht das Beste, das stimmt wohl. Bevor ich meine Frage stelle an die Runde, möchte ich sagen, dass ich eigentlich ein sehr großer Freund der digitalen Technik bin und sie auch mit der entsprechenden Vorsicht sehr gerne und umfangreich nutze. Meine Schwierigkeit ist ein bisschen, und das möchte ich auch von Google etwas wegnehmen, sondern allgemein sagen, dass ich finde, irgendwie wurde der zweite Schritt vor dem ersten gemacht. Das heißt, Google unter anderem, aber auch andere Unternehmen schaffen Tatsachen, wo meiner Meinung nach eigentlich gesellschaftliche Debatten hätten stattfinden müssen. Das ist nicht alles schlecht, was da stattfindet, aber es gibt eine Menge, die jetzt vielleicht nicht mehr zurückzuholen sind. Und da würde mich mal interessieren, wie die Runde das sieht, ob da nicht viel mehr in der Gesellschaft darüber diskutiert werden müsste, anstatt das einfach so hinzunehmen. Dankeschön, Herr Sanner. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Frage, weil das tatsächlich einen wichtigen Konflikt beschreibt, der ja in Deutschland auch zuletzt in meinen Augen in dieser Diskussion über Uber zum Beispiel stattgefunden hat. Also ein Fahrtenvermittlungsdienst bietet hier Dienste an, die in Konflikt stehen mit uraltem geltenden Personenbeförderungsgesetzen. Und dann wird darüber debattiert, ist das okay, ja oder nein. Und die Frage ist dann, ja, aber es gibt eindeutige Gesetze, dürfen die das denn hier anbieten oder müssen wir vorher erstmal debattieren, ob das alles okay ist und ob man sowas erfinden darf. Und ich finde, das ist nicht eindeutig zu beantworten, das ist ein Dilemma, weil ganz viele digitale Dienste schwer zu abstrahieren sind. Also wir können uns bei ganz vielen Sachen einfach nicht vorstellen, wie das ist, so ein Smartphone in der Hand zu halten. Als das 2007 auf den Markt kam, selbst als die das in der Hand gehalten haben, wusste niemand genau, was man da jetzt so mit machen soll. Mhm. Geschweige denn, wenn wir das vorher beschrieben hätten, was man damit vielleicht alles machen könnte, um dann eventuell ein Regulierungsverfahren dafür zu entwickeln, was denn geht und was nicht. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Und wir kommen nicht drum rum, einfach Sachen auszuprobieren, unter Umständen auch mal bestehende alte Regelungen zu übertreten. Ja, auch wenn das im Rechtsstaat immer schwer zu formulieren ist. Aber ich glaube, das ist das Dilemma dieser digitalen Industrialisierung, dass wir diese alten Regeln nicht reformiert kriegen. Heißt das, dass jede Regulierung eigentlich der Entwicklung immer hinterher hechelt, weil die Entwicklungen so schnell geworden sind, dass die Regulierung nicht mehr mitkommt? Man kann ja auch. Ja. Aber das heißt nicht, dass sie deshalb unsinnig ist. Es heißt nur, dass sie sozusagen nicht die Schraube zurückdrehen kann. Und ich glaube, das ist nicht nur bei der digitalen Revolution, so wie Sie es gerade beschrieben haben, sondern das war ja immer so. Also wenn man die Industrialisierung, die erste Welle der Industrialisierung anguckt, dann hätte man sich auch gewünscht, dass sozusagen die soziale Frage mal im Vorfeld gesellschaftlich debattiert ist, bevor die ganzen ausgebeuteten Weber an den Webstühlen gesessen haben. Hat aber natürlich auch nicht funktioniert, weil man erst eine Erfahrung gewinnen muss mit etwas, was sich abzeichnet, um dann darauf reagieren zu müssen. Das ist wahrscheinlich menschlich und das ist traurig, dass es an manchen Stellen nicht klappt, aber ich glaube, es ist gut, wenn man es dann trotzdem noch aufnimmt. Und das passiert ja auch im Moment. Am Telefon ist Peter Knebel. Grüße, Herr Knebel. Sie ja, guten Tag in die Runde. Um als erstes Ihre Frage zu beantworten, ich halte diesen Konzern für nicht ungefährlich, um das mal so auszudrücken. Ich bin auch der Meinung, dass man versuchen sollte, ihn politisch paritätisch zu kontrollieren. Das wäre die eine Sache. Die zweite Sache ist, Sie haben Automatisierung angesprochen und das ist also eines meiner Arbeitsgebiete. Und
Die Frage war, die ich also auch vorhin Ihrer Mitarbeiterin gestellt habe, wo bleiben Sie mit den Menschen? Das heißt, wenn ich also so eine Generation sehe, dann haben wir, also keine Generation ist dümmer oder intelligenter als die vorherige beziehungsweise die darauf folgende, sondern wir haben hier statistisch gesehen eine Verteilung von Menschen, die quasi eine höhere Schulbildung absolvieren können, beziehungsweise studieren können und dann also auch mit dem Studierten etwas anfangen können. Die Frage ist, wo bleiben Sie mit den Menschen und das über einen Zeitraum gesehen von 50 oder 100 Jahren? Es gibt da so einen Begriff und ich empfehle jedem, den mal bei Google nachzuschauen, der heißt Tititainment. Und da mal nachzuschauen, was man mit quasi 60-70% der Bevölkerung, jedenfalls von den Leuten vorhat. Das war meine Frage. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Knebel. Schönen Tag Ihnen noch, Frau Weißmann. Sie haben es vorhin angesprochen, dass sich die Arbeitswelt komplett verändern wird. Und insofern gebe ich die Frage gern an Sie weiter. Ich bin in meinem Leben noch nie einem nutzlosen Menschen begegnet. Noch nie. Und Fakt ist, Menschen können viele Dinge. Nicht nur studierte Menschen können Dinge. Und man braucht auch nicht einen gewissen IQ, um Dinge zu können. Menschen werden schwere, monotone Arbeiten abgenommen von Maschinen. Das lässt viele erst einmal ohne den klassischen Lohnerwerb. Es bietet aber die Möglichkeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Dingen, die zum Beispiel in der Zukunft viel mehr gebraucht werden. Fürsorge für Kinder, Fürsorge für Ältere, Berufe, die unterstützen, Berufe, die anderen Menschen beibringen, wie man diese ganze Technik zu bedienen hat. Fotografie, Kunst, Gartenbau, Dinge, die, also man kann sich mit dem beschäftigen, wofür man sich berufen fühlt. Wovon lebt man dann, ist die berechtigte Frage. Mhm. Das Modell wäre, an das ich persönlich glaube, wäre das Modell des bedingungslosen Grundeinkommens. Das heißt, wir nehmen einfach diesen Packen, den die Maschinen für uns erwirtschaften, was sie ja weiterhin tun, eine Produktion findet ja statt, und verteilen ihn um, sodass jeder Mensch einen gewissen Grundstock an Gehalt einfach bekommt dafür, dass er ein Mensch ist und dass er existiert. Und ich glaube sehr fest daran, dass Menschen dann einer Selbstverwirklichung nachstreben. Denn Selbstverwirklichung ist einer der wichtigsten menschlichen Triebe. Klingt ja nach einer traumhaften Zukunft. Ganz kurz noch mal, Frau Meckel, dann sind wir nämlich am Ende. Hat das Aussicht, ökonomisch umgesetzt zu werden? Also ich glaube, dass da viel Potenzial drin ist. Und ich bin überrascht, dass ich gelegentlich jetzt auf Konferenzen CEOs höre von DAX-Unternehmen, die genau diese These vertreten, weil sie begreifen, dass hier dieser Wandel gestaltet werden muss und dass man natürlich das, was da an Kapazität, an Kreativität frei wird, wie Frau Weißmann das gerade beschrieben hat, nutzen kann, um eben genau in diese Entwicklungsrichtung zu gehen, wo wir Geschäftsmodelle, Märkte, Optionen denken müssen, die wir in den Standards, in denen wir unterwegs sind, erfolgreich unterwegs sind, bislang nicht denken können. Und ich glaube, da ist schon eine Menge Möglichkeit drin verborgen noch. Dankeschön. Danke an die Runde. Danke für die Beantwortung der Fragen unserer Zuhörer, unserer Zuschauer. Das war der Presseclub nachgefragt auf Phoenix und auf WDR 5. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Machen Sie es gut und tschüss.